So, wenn ich das richtig sehe. Wo stehe ich denn hier? Mein Name ist Edwigmon und willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. Ja, mit mir, Edwigmon. Ich muss noch mal ein bisschen reinfinden. Ist nämlich auch hier wieder ein bisschen her. Wie eigentlich nach jeder Aufnahme-Session. Du bist ein Penner. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich bin echt immer in den Optionen. Ich habe auch immer. Sprachlautstärke ist schon voll. Dann einen kleinen Moment kurz. Ich glaube, ich mache da einfach mal. Ja, soll ich ein bisschen. Keine Ahnung. Es ist so laut. Kann ich nicht irgendwie. Wie habe ich das von vorhin gemacht? So, vielleicht geht's ja jetzt. Irgendwie. Splitterkrater, Kontaktmine. Wo kann ich denn langlaufen? Kann ich hier. Ja, muss ja wohl, ne? Ja, komm. Ah. Wah. Wah. Nein, du nicht. Gott, oh Gott. Oh shit, ja. Ist doch besser so, dass ich jetzt erwischt wurde. Verflucht trotzdem. Wo war ich denn? War das hier? Da ist ein Garrus Garden. Ja, Freili. Okay. Nee. Oh, ist okay, ist okay. Ah, shit. Okay. Geschafft. Alles klar. So, wo bist du, Kleine? Nochmal schön brav retten hier. So, auf jeden Fall, wir sind zurück bei Bioshock. So kann die Episode auch gut anfangen. Ja. Noch ein Geschenk für mich, hä? Dann los. Ha! Zauberei. Aus dem Nichts kam sie. So. Körperpanzerung 2. Und was war Brandbolzen? Okay. Brandbolzen. So. Ich kaufe mir Körpertonika-Slot. Was kommt da rein? Ich glaube, ich wollte mir gar keinen Körpertoniker-Slot kaufen. Jetzt ist aber hier zu spät. Plasmide verbrauchen weniger EVE. Ein Kampftoniker-Slot wollte ich mir, glaube ich, schon eher kaufen. Elektrischen Schlag erhöht den Schaden, den du Kameras. Statische
Entladung 2. Wohl eher weniger. Erhöht die Forschungspunkte. Erhöht Schadensboni durch Forschungen. Dann hol ich doch das. Und mit 144 kann ich mir nicht Abfackeln 3 oder Winterblast 3 kaufen. Das ist ein bisschen schade. Die hätte ich mir nämlich ehrlich gesagt gern gekauft. Insektenschwarm 3. Ich habe 2, glaube ich, ne? Winterblast 3. Wäre auch eine Idee. Kann ich mir auch nicht leisten. Ja, dann lassen wir das doch. Wie ich aus guter Quelle weiß, ist hier nämlich noch eine. Verlässlicher Quelle. Ja, hau rein. Peace out. Oh. Das war ein guter Schuss. Hey, ich hab die noch. Was? Ist das ein Geist? Was zur Hölle? Was geht hier vor sich? Das war wirklich ein wenig sonderbar. Da wollte ich einmal mit diesen coolen Bolzen schießen. Naja, ihr habt ja gesehen, was daraus wurde. Er ist plötzlich in Luft aufgegangen. Egal. Machen wir einfach. Ah, da ist der schon wieder. Weiter. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Ja, ich müsste eigentlich Z drücken, aber. Gotcha good. Man sieht's nicht, aber ich hab dir auch voll auf den Kopf gezielt, oder? Oh! Der Typ ist der letzte Penner. Der Typ ist der letzte Penner. Okay, das hier ist es mir nicht wert. Zum Glück habe ich ja noch meine Telekinese. So, dann holen wir dich noch und dich und dann gucken wir mal, können wir hier rein? Ech. Ich muss doch hier rein kommen. Irgendwie. Haha. Stickstoffgranate kann ich nicht aufheben. Die Leiche kann ich untersuchen, ist leer. Dollar kann ich nicht aufheben. Die EVE-Spritze hebt. Ah, Kartoffelchips. Und Kuchen mit Cremefüllung. Der hat ein gutes Leben geführt hier. So, irgendwie raus. Nochmal auch mein Elektrobolt. 3. Ich würde gerne noch ein bisschen Spaß mit den Bolzen haben. Die finde ich dann doch schon arschcool. Mülleimer mit Zigaretten. Top. Oh. Yeah! Boy, und guck mal, was zu uns geflogen kam. So. Ja, die machen Spaß.
Was? Die Bolzen sind aber einfach nur leise, glaube ich. Habe ich den? Oh shit. Mm-mm. Ganz ruhig. Okay, den Hammer. Ich war jetzt ein bisschen besorgt. Was war das denn jetzt schon wieder? Das hat mich aber jetzt... Oh, willst du mich verarschen? Komm. Oh, Jesus Christus. Okay. Ich wollte trotzdem jetzt hier hoch. Komm schon. Kuchen mit Cremefüllung. Ein Pepp-Riegel und ionischer Schrot. Ionischer Schrot, den kann man immer gebrauchen. Und dann können wir jetzt vielleicht auch weiter. Ah, eine Kamera. Kameras hätte ich dann doch schon gern auf unserer Seite. Oh. Ich habe auch lange nicht mehr gehackt. So. Läuft doch. Jetzt schon. Natürlich sind wir noch nicht fertig. Runter, runter. Ja. So. Ja. Was ist eigentlich unsere Mission jetzt? Ich denke mal, den Schwein Fontaine büßen lassen. Im Großen und Ganzen hat er uns, in Anführungsstrichen, geholfen. Aber auch gleichzeitig, ja, mehr als nur verraten. Er hat uns, so wie es scheint, unseren, ja, Vater geraubt. Unseren Vater auf dem Gewissen. Das ist... Kann man schwer drüber hinwegsehen, ne? Bolzen, Fallenbolzen. Okay. Oh shit. Genau, Mr. B. Wow. Oh ja. Oh nein. Verflucht sei der Typ. Da komm. Das kann doch nicht sein. Was? Oh, sieht nicht gut aus. Der schießt mir in den Laufweg. Wie soll ich denn da irgendwie... Verdammt, der Typ. Ist das dein Ernst? Du bist in meiner Stadt. Oh nein. Ich hatte noch die Fallenbolzen. Ha. Naja, das hat auch geklappt irgendwie.